Nach dem grossartigen und erfolgreichen Umbau vom Sportzentrum Kerenzer Berg steht schon wieder eine neue Ära an. Der bisherige Betriebsleiter, der Walter Hofmann, der 23 Jahre lang dort die Leitung inne hat, verlässt den Kerenzer Berg und wechselt als Geschäftsführer zum eidgenössischen Schwing- und Alpelfest Glarnerland Plus im 2025. Sein Nachfolger, der fängt am 1. April an und beide sind jetzt bei mir. Ich begrüße ganz herzlich den Walter Hofmann und der Ralf Öhri. Herzlich willkommen. Was sind denn jetzt die Gründe, dass du wechselst vom Leiter der Fachstelle Sport und Liegenschaften der Gemeinde Talwil auf in Kerenzer Berg? Ja, Sportzentrum Kerenzer Berg kenne ich in dem Sinn schon lange. Oder? Ich wohne jetzt schon 22 Jahre in Rapperswil, fahre immer, ich sage jetzt mal, auf der Autobahn ins Liechtenstein oder mit dem Velo kenne ich es einfach schon gut, Kerenzer Berg. Und in der Region so etwas zu finden, ja, wo man von Rapperswil aus arbeiten kann und Sport und mit meinem Beruf, sage jetzt mal, mit meinem Studium als Facility Management, dass man alles unter einem Dach hat, ja, das gibt es in der Region nicht zweimal. Nach über 20 Jahren verlässt du den Kerenzer Berg, Walti. Auf was kann sich dann der Ralf am meisten freuen? Ja, das würde jetzt den Rahmen wahrscheinlich fast sprengen, wenn man das alles aufzählen würde. Aber er kann sich auf sehr viel freuen. Und was selbstverständlich momentan das herausragende Merkmal ist, ist der Umbau, wo wir werden am Wochenende vom 21. und 22. Mai mit einem Wochenende der offenen Türe offiziell einweichen noch einmal. Und was man jetzt schon sagen kann, ich glaube, es ist ein gelungener Umbau. Die ersten Feedbacks von den Gästen sind sehr, sehr gut. Und das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, die er sich darauf freuen darf, wo er in Zukunft seinen Job richtig ausleben kann. Ralf, was kannst du mitnehmen von Talwil, von deiner Arbeit in Talwil, jetzt in Kerenzer Berg? Ja, also sicher die ganze Mitarbeiterführung. Oder? Ich sage jetzt mal, ich bin verantwortlich für 70 Mitarbeiter. Das, ich habe sehr viel Erfahrung bei Sportanlagen, sage jetzt mal, betreuen, unterhalten. Und das nehme ich sicher mit. Was schätzt du denn jetzt? Wir haben es gehört vom Walti, oder? Die unglaublich neue, tolle Anlagen, nach dem Umbau sowieso noch. Was schätzt du denn besonders jetzt an dem neuen Kerenzer Berg? Ja, natürlich. Ich durfte schon die Unterkünfte, die neuen und anschauen und die Turnhalle anschauen. Und das, ja, also wenn man Sportlerin oder Sportler ist und man sieht das, also da schlägt das Herz höher und da muss man gewesen sein. In diesen über 20 Jahren hat sich viel verändert. Was sind denn deine persönlichen Highlights jetzt gewesen? Ja, auch da in 23 Jahren gibt es selbstverständlich einen Haufen. Es gibt auch nicht immer nur Höhepunkte, es gibt teilweise auch sicher wieder mal Rückschläge zwischendrin. Aber zweifelsohne für mich ist natürlich die letzten 12 Jahre mit dem Projekt, das ist ein once in a lifetime, aber sicher in einem Berufsleben erlebt man das einmal. Also der Rolf wird wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, um noch einmal 50 Millionen auszugeben auf dem Kerenzer Berg. Und ich durfte das vom ersten Strategie-Workshop weg, über Machbarkeitsstudien, Architekturwettbewerb, Jurierung, dann Weiterentwicklung bis zum Baukredit, jetzt in der Umsetzung, dort, die 3 Jahre Bauzeit, alles miteinander. Ich durfte das in allen Phasen auf vorderster Front miterleben und das ist einmalig natürlich in einem Berufsleben, wenn man das darf. Also das ist ganz sicher das herausragende Merkmal. Und zum anderen denke ich auch, können wir für uns, also unsere Mitarbeiter zusammen mit mir, können wir für uns in Ansprüche nehmen, dass mir der Grundauftrag, den ich eigentlich vor 23 Jahren bekommen habe, das Ganze von einer Verwaltung in ein Unternehmen zu führen, dass wir das miteinander, das ist sehr wichtig zu betonen, miteinander haben wir das erreicht. Und das beweist unser Gästefeedback, das wir haben, das im durchwegs dort nur positiv ist, alles miteinander, selbstverständlich. Findet sich auch mal ein Haar in der Suppe, alles miteinander. Ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Niveau. Und auch das hoffe ich selbstverständlich, dass das klingt, dass man das so beibehalten kann. Und ich bin zuversichtlich, er übernimmt eine sehr gute Mitarbeitercrew, die fit ist, dass man diese Herausforderungen meistern kann. Jetzt, Ralf, eben, du hörst, das Niveau ist schon sehr hoch. Was willst denn du noch anpassen oder verändern? Oder wie willst denn du das Sportzentrum positionieren? Ja, das
Ich würde sagen, ich fange zuerst an dort oben. Und es ist klar für mich, eben, man kennt Macklingen, man kennt Tenero. Und der Kerenzerberg ist immer so ein bisschen, man kennt ihn eigentlich nicht so. Das ist Sportler und Sportlerinnen, ja. Aber einfach, dass man dort auch wirklich, ich finde, Macklingen, Tenero und oder Kerenzerberg, das gehört zusammen und das gehört gerade in einem Namen genannt. Jetzt bist du Fußballspieler, Fußballtrainer, Austauschsportler. Was nimmst du denn von dort her mit? Was hast du gelernt im Sport, den du jetzt kannst brauchen in deiner neuen Position? Mhm. Ja, als Trainer ist klar, oder? Man ist verantwortlich. Ich denke, Trainer und Betriebsleitung ist eine ähnliche Funktion. Als Spieler, sage jetzt mal, bin mir auch nicht schade, ich war auch mal Spielertrainer gewesen. Das heisst, auch, ich kann auch anpacken und man muss halt einfach auch mal mithelfen. Und das Dritte ist einfach der Ausdauersportler. Ja, das bin ich immer schon gewesen, als Fußballer. Eigentlich war Fußball auf einmal nicht der Idealsport gewesen, für mich. Und ja, da bleibe ich sicher dran. Also ich gebe nicht so schnell auf und wenn ich etwas möchte, dann komme ich das dann auch irgendwann über. Eben, du bist jetzt einmal, du hast an der Tour teilgenommen, hast 1000 Kilometer mit 13'000 Höhenmeter gefahren. Vom Wohnort jetzt in Rapperswil auf Vilsbach sind es nur 40 Kilometer und 400 Höhenmeter. Fährst du einen extra Umweg, um deine Velokilometer gleich noch herzubringen, wenn du arbeiten? Nein, Umweg braucht es nicht. Ich freue mich auf den neuen Arbeitsweg. Oder? Vor allem am Schluss mit der Steigung. Und ja, beim Heimfahren ist man dann sogar schneller daheim. Wenn es den Berg abgeht, genau. Man kann entspannen. Auf was freust du dich jetzt? Eben, du trittst dann im Oktober definitiv die Stelle als Geschäftsführer vom Eidgenössischen Schwing- und Äpplerfest im Glarnerland an. Auf was freust du dich denn dort am meisten? Ja, ich bin offensichtlich ein Glückskind. Also, ich habe jetzt in den letzten 12 Jahren ein einzigartiges Projekt erleben. Und was jetzt zu meinem beruflichen Ende noch einmal auf mich zukommt, das sucht selbstverständlich noch einmal seinesgleichen. Also, ich habe mich extrem gefreut, als die Anfrage gekommen ist. Sie ist für mich eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich kann Kerenzerberg sauber einen Abschluss machen mit dem Projekt. Und dann auch in ein Projekt eintauchen, das es im Glarnerland in den nächsten 100 Jahren garantiert nicht noch einmal wird geben. Das ist einzigartig. Und ich bin jetzt in den Sitzungen, wo ich schon dabei sein durfte, verschiedene Workshops und so, da wird einem jeden Tag eigentlich erst richtig bewusst, was für eine Kiste das ist. Und das ist eine Kiste, wahrhaftig, in allen Dimensionen. Und auf das freue ich mich immens. Auch wieder zusammen mit einem Kern-OK, wo wir uns jetzt gestern in der Sitzung das erste Mal vollständig getroffen haben. Aber das hat sehr, sehr viel Kompetenz an Bord. Und wir sind überzeugt, dass Glarnerland, wir werden das stemmen. Und da an vorderster Front mit dürfen dabei sein, das ist natürlich hammermässig. Genau. Hast du Ralf noch einen guten Tipp möglicherweise auf den Weg jetzt? Ja, also ich habe zum Ralf gesagt, schon vorgängig, also ich zeige ihm alles was, ich zeige ihm alles wo. Aber ich werde ihm nicht jetzt da mit Tipp wie einen Haufen Mickey. Also ich denke auch nach 23 Jahren, das ist eine Chance für den Betrieb, das ist auch eine Chance für die Mitarbeitenden. Neuer Wind, das gibt neuen Sauerstoff, da kommen neue Ideen in alles miteinander. Und sehr oft, ich glaube, das ist überall so, wenn man über längere Zeit in der gleichen Konstellation zusammen ist, da ist ein Haufen dort nicht mehr so spannend dort. Und wenn man da wieder das Feuer neu entfachen kann, alles miteinander, da bin ich überzeugt, dass das gut kommt. Und wie er auch gesagt hat, vielleicht werde ich einfach noch einen Tipp sagen, oder? Aber das macht er sicher, da bin ich überzeugt, dort, oder? Dass man das, was funktioniert, vielleicht am Anfang so ein bisschen funktionieren lässt und nicht das Kind mit dem Bad ausschütten tut. Und das nach und nach dort korrigieren, was es zu korrigieren gibt. Und aber selber herausfinden, dann, wo es die Stellschrauben sind, alles miteinander. Und in dem Sinn wünsche ich einfach dem Rolf, aber selbstverständlich auch dem Betrieb, für die Zukunft nur das Beste. Und er darf sich freuen. Und ich bin überzeugt, es kommt gut. Ja, merci vielmals, dass ihr hierher gekommen seid, Walti und Ralf. Ich wünsche dir, Walti, alles Gute als Geschäftsführer im Eidgenössischen Schwing- und Äpplerfest. Und dir, Ralf, natürlich auch ebenfalls einen guten Start, viel Erfolg und viel Freude im Kerenzerberg oben. Merci vielmals, dass ihr da gewesen seid.